Und darüber möchte ich sprechen bei mir im Studio General AD Roland Carter. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Guten Morgen, ja. Ich bin froh, dass ich hier bin. Die erste Militärmaschine ist schon in Deutschland gelandet. Weitere Rettungsflüge sind in Jordanien angekommen. Wie bewerten Sie diese Evakuierungsmission? Ist alles wie geplant gelaufen? Es gab ja auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo die Evakuierungsflüge nicht nach Plan gelaufen sind, wenn wir zum Beispiel an Afghanistan denken. Also die militärische Evakuierung ist ein Standardauftrag der Bundeswehr. Für diesen Zweck werden seit vielen Jahren aus der eben schlechten Erfahrung der Vergangenheit Kräfte in permanenter Bereitschaft bereitgehalten, die auch dieses schwierige Kapitel, dieses gefährliche Kapitel permanent üben, die auf Knopfdruck bereitstehen, in einer permanenten Bereitschaft sind. Das sind etwa 1500 Soldatinnen und Soldaten. Und insofern ist die Bundeswehr auf diese Fälle sehr gut vorbereitet. Und das konnte man jetzt auch sehen. Aber ein solcher Einsatz ist natürlich höchst gefährlich, wie wir beim ersten Versuch gesehen haben. Das war nicht etwa eine Fehlleistung, sondern die Lage hat sich einfach anders entwickelt. Anders als geplant, anders als abgesprochen, waren eben immer noch Kämpfe, beziehungsweise sind Kämpfe am Flughafen in Khartoum wieder aufgebrochen. Und deswegen konnten die Maschinen dort nicht landen. Insofern ist das bislang nach meiner Auffassung exzellent gelaufen. Wir unterscheiden ja zwischen einer diplomatischen Evakuierung unter der Führung des Auswärtigen Amtes. Das heißt, eine Evakuierung, wo die Sicherheit noch gewährleistet ist, wo es relativ friedlich ist, oder auch einer militärischen Evakuierung, in der Regel unter der Führung des Bundesministers der Verteidigung, wo dann bis hin zu Kampfeinsätzen versucht wird, deutsche Staatsbürger und auch internationale Staatsbürger aus so einem Krisengebiet auszufliegen. Ich denke mal, jetzt der Einsatz in Khartoum war so etwas in der Mitte. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.